13 Uhr. Wir sind endlich aufgestanden. Liegt noch ein Stöckchen. So, okay. Ja, ich mach dir ja nichts, keine Angst. Brauche ich dann gleich. So, Blätter brauchen wir noch von Palmen. Ja, mal gucken, ist irgendwas schon vergammelt? Nee, noch nicht so. Oh, wir haben eine Spinne gefangen wieder. Wieder auf. So, da haben wir nochmal so Blätter. Bei uns einfach mal eben. Man muss auch echt vorsichtig sein. Wirklich, seid vor, also, wenn dieses Spiel selber spielt, ne, immer darauf achten, wenn ihr jetzt so durch den Wald lauft oder ne, so hier rumlauft. Es kann natürlich immer wieder sein, dass euch irgendwelche Tiere begegnen, ja, die vielleicht nicht so ganz, was vielleicht nicht so ganz gesund ist, wenn die euch beißen oder erwischen. Da immer ganz vorsichtig laufen durch das Dickicht. So Blutegel sind, die sind egal, die sind nicht schlimm, ja. Wie jetzt? Ich kann da nicht speichern. Wollt ihr mich verarschen? Doch. Erlaubt es mir zu speichern. Aber... Ah, da. Okay, ich wollte gerade sagen. Wir werden hier unten speichern. Man sieht, ich habe hier schon ein bisschen gespielt, ne? Einfach um zu gucken. Ja, deshalb nehmen wir diesen Speicherstand da unten. Deshalb weiß ich auch schon einiges, wie man, aber ohne das Vorspielen, ich glaube, wäre das Horror-Let's Play geworden, schlechthin. Wird ja so schon horrormäßig. So, und ich habe die Story nur ganz kurz angespielt. Ich habe bis... Ich glaube, ich habe bis hierher gespielt, bis ich an dieses Dorf gekommen bin. Und dann habe ich nicht mehr weitergespielt. Dann habe ich mir den normalen Singleplayer einfach angeguckt, einfach um so ein bisschen Sachen rauszubekommen, wie herstellungsmäßig und, ne? Also dieses Tutorial klar durchgespielt, damit man überhaupt weiß, wie man was machen muss, wie man was herstellt, wie man sich bewegt und so. Aber jetzt so in der Story wirklich weitergespielt habe ich nicht. Und wir müssen jetzt dieses scheiß Gedöns hier anmachen, ne? Das heißt, wir müssten ein Vogelnest finden. Ach ja, und was noch, ne? Auf unserer Uhr... Sehen wir die ganzen Sachen. Mal gucken, wir brauchen Essen, wir müssen was essen. Mit der Karte. Lambda 2. Da sind jetzt Sachen markiert auf der Karte. Okay, da ist dieses Dorf, wo wir waren. Das ist hier. Das ist dieses Dorf. Okay, wir suchen jetzt mal einen Vogel. Es ist natürlich immer super, bei Nacht was zu suchen. Ne? Weil man da immer so viel sieht. Ich nehme meinen Speer in die Hand. Einfach sicherer. Speer in der Hand hab. Es ist, glaube ich, auch keine gute Idee, bei Nacht hier irgendwo im Dschungel rumzuwandern. Ich glaube, das machen wir nicht. Angehört wie eine Spinne. Das meine ich halt. Man sieht es da teilweise gar nicht, die Tiere. Man sieht sie bei Tageslicht schon fast nicht. Und dann sieht man sie bei Nacht schon gar nicht. Wir können mal kurz gucken, was macht unser Fleisch hier. Oh, das braucht noch ewig. Und jetzt hier sieht man, ne, Pilze kaputt. Einfach rausschmeißen. Verdorben, sollte man nicht essen, gibt Bauchschmerzen, man muss kotzen davon.
da. Jetzt die Pilze, die eigentlich am wichtigsten sind. Und die Beeren sollte man, glaube ich, nicht so essen. Und ich glaube auch, die Spinnen wären nicht gut, wenn man die so isst. Erweitern, zerstören, erweitern, sammeln. Wer da, wenn wir darauf. Bananensamen. Cool. Okay, wir können also auch Beete herstellen. Ja, war ja klar, Beete. Hm. Beete habe ich doch hier gesehen, ne? Bin ich hier? Hier, Beete. Große Beete, kleine Beete. Alles klar. Das machen wir dann, wenn wir unser größeres Lager haben. Überprüfe den Ort Lambalda. Minus 2. Punkt. Beile. Okay. Ja, hier die Blutegel haben wir jetzt. Also da steht wirklich alles drin. Wenn man mal nicht weiter weiß, man kann echt nachlesen. Ich möchte mal kurz was ausprobieren. Man kann doch auch bestimmt einen Bogen herstellen oder so. Backe. Eine Fackel, da brauche ich ja ein Feuer dazu, um es anzuzünden. Aber kann man nicht mit dem hier vielleicht einen Bogen herstellen? Wie war das denn nochmal? Ich habe das ausprobiert. Ja. Okay. Kann man einen Bogen? Und wir haben doch Federn gesammelt. Mit den Federn können wir doch jetzt auch, ich glaube, 2 Federn waren das. Wenn wir uns mal ein bisschen was her. Vereinfacht es, glaube ich, wenn wir dann mal jagen gehen müssen für Fleisch. Einfach immer alles angucken im Inventar, was man sich so verstehen kann. Zum Beispiel hier raus können wir, und das machen wir auch eben mal. Moment. Lass mal den kurz auf den Boden. Sammeln. Hätte ich auch nicht auf den Boden schmeißen müssen. Mit dem kann man aus den Knochen, kann man sich nämlich diese Knochennadeln herstellen. Die braucht man zum Beispiel, wenn man mal umfällt, ohnmächtig wird oder an sich mal Würmer hat. Ja. Dann kann man die Würmer da damit entfernen und muss dann aber direkt einen Verband drauf machen. Also das ist nicht gut. Wenn das liegen bleibt, das Zeug vergammelt hoffentlich irgendwann. Kann ich diese Schnecken eigentlich auch zum Trocknen aufhängen da? Das kann man bestimmt. Schnecke? Ich müsste die braten, ne? Ich brauche unbedingt ein Feuer. Er sollte die auch nicht so roh essen. Es nicht. Also weiß man nicht, wie was die drin sich hat, wie vergiftet ist oder sowas. Vielleicht können wir hier irgendwie gucken, vielleicht finden wir hier irgendwo so ein Vogelnest oder. Es hat Kacke irgendwie, dass man so alles verliert, ne? Also. Wenn man dann da unterwegs ist, ne, man natürlich auch nichts mitnimmt, wirklich Großartiges. Ja, und dann halt das, was man dann eingesammelt hat am Anfang, nicht wirklich hat. Mut mal, dass man den Code braucht man bestimmt später für die Beete, für den Dünger. Beeren. Riesen, haben wir uns gesnackt und diese Schweinchen. Das hier. Pilz. Da was zum Essbaren drin. Kann man die da wirklich essen? Ich traue mich manchmal Sachen nicht zu essen, wo ich nicht genau weiß, was das für Sachen sind. Also. Da hinten hat es diese
Früchte, die aussehen wie ein bisschen Paprika. Kann ich die? Die kann ich bestimmt. Die kann ich, glaube ich, auch zu Samen machen. Ja. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Dann können wir Lisa später wirklich unser Beet anpflanzen, ne? Also, uns ein Beet anschaffen und dann Beeren und Bananen und das ganze Gedöns da. Anpflanzen. Immer schön vorsichtig sein, wenn man hier dieses Dickicht läuft. Immer diese Nussart. Wieder, da hat ein Papagei eine Feder gelassen und ein anderer Vogel. Ich habe jetzt hier nur Papagei gesehen, deshalb gehe ich davon aus, dass es ein Papagei war. Nein, brauchen wir nicht. Aber das ist so unsicher hier, ne? Ich verlaufe mich doch so gerne. Ich werde mich hier wahrscheinlich so oft verlaufen. Deshalb ist es gut für mich, dass ich öfter mal speichern kann, die Möglichkeit habe zu speichern mit so kleinen Lagern, die ich da immer baue. Ich darf es nicht vergessen. Und ich sollte mir echt dann aufschreiben, wieder so ein Zettel da oben an meinem Bildschirm hängen, so speichern. Speichern. Weil sonst vergesse ich das und dann stehe ich nachher irgendwo, habe irgendwas eingesammelt und ja. Bin im Arsch, weil ich vergessen habe zu speichern. Das hat diese Pilze, ja, dann kann ich mal kurz was trinken. Boah! Also man sollte aus diesem dreckigen Fluss wirklich immer nur trinken, wenn man diese Pilze in der Nähe hat. Wie ihr gesehen habt, die Pilze gehen auch schnell kaputt, ja. Und wenn man dann die hat, dann wäre das ja viel zu schade, wenn man die wegmacht, ne? Oh, da ist Verband. Verbandsmaterial. Oh, wir können nicht mehr tragen. Verdammt. Umräumen. Moment mal. Wenn wir hier sind, stellen wir mal kurz her. Aus Tabakblättern und Verband. Stellen wir uns mal so einen Tabakverband her. Dann schaffen wir auch wieder mehr Platz. So. Bekannte Kräuter. Stellen. Wand. Stellen. Verband. Was man hat, hat man. Und das ist wichtig. Ist auch so, wenn ihr jetzt sterbt, ihr verliert nicht euer Inventar. Ne? Aber ihr könnt halt nur auf den Punkt zurückgreifen, wo ihr das letzte Mal gespeichert habt, ne? Also wenn ihr nicht gespeichert habt, dann ist das halt kacke, weil dann habt ihr halt das dezente Problem, dass ihr dann nochmal von vorne anfangen müsst. Voll. Man kann die Sachen auch immer drehen mit Rechtsklick dann. Einfach damit man so ein bisschen, man muss manchmal ein bisschen Platz schaffen. Oh, da liegt ein Vogel. Das ist gar nicht mal so schlecht, dass man so Kräuter hat und man sich die Verbände einfach schon vorab herstellt. Weil wenn man dann irgendeine Wunde mal hat, und das wird definitiv der Fall sein, dass uns das passiert, dass wir dann irgendwann mal eine Wunde haben, dann haben wir die schon auf Vorrat. Ja. Und können die uns dann dran machen. Boah, das sind, glaube ich, Termiten. Ja, diese komischen Beeren, die möchte ich nicht unbedingt einsammeln. So viele brauchen wir davon wahrscheinlich nicht.
Eine Schnecke. Wir brauchen ein Vogelnest oder sowas. Ich wollte eigentlich den Weg suchen, wo wir hergekommen sind, wegen den Schlangen. War das nicht sogar hier? Die sind die ja noch da, die wir da getötet haben. Ich weiß, es ist gerade sehr dunkel. Ich sehe auch nicht wirklich mehr. Nicht der Weg hier sogar? Bin ich mir sicher. Jetzt hätten wir ja... War hier aber diese... Weil sieht das hier sehr ähnlich aus. Okay. Ja, weil dann hätten wir die jetzt häuten können und hätten das Fleisch dann vielleicht auch an den Trockner hängen können. Um ein bisschen was Essbares zu haben, aber... Die sind anscheinend nicht mehr da. Nest habe ich auch nicht gefunden. Dunkel, ich will nicht in den Dschungel laufen, wenn es dunkel ist. Ich bleibe lieber hier so ein bisschen in der Nähe hier, also. Hier kommt wieder runter. Aber wir bräuchten echt ein Nest, ne? Oder ich weiß auch, dass es mit Blättern geht, aber das habe ich noch nicht ganz so geschnallt, wie das mit den Blättern funktioniert. Deshalb wäre ein Nest viel besser. Aber eines finden, das stellt sich als gerade ein bisschen schwierig heraus. Ist ja schwierig. Frosch getötet. Aber bestimmt ein giftiger Frosch. Der war grün. Oh, noch einer. Ich glaube, das ist eher eine Kröte. Riesenkröte. Okay, das Fleisch, das können wir definitiv an den Räucherding hängen. Das von diesem grünen Frosch, ich weiß nicht. Das, ich glaube, das würde ich eher... Ich glaube, das würde ich eher braten, bevor ich das esse. Also nicht unbedingt räuchern, weil man weiß nicht, was für giftige Bakterien sich da drin aufhalten. Ich habe nochmal einen Frosch gehört, dass da... Oh. Eilgiftfrosch. Aber das sind halt giftige Frösche, ne? Das ist mir so... Ah. Das ist mir zu unsicher. Also, ich möchte das nicht unbedingt essen. Haben wir eine Kröte? Das... Nee, nicht, dass ich mir da irgendwas hole, wenn ich das nur räuchere. Das wäre besser. Ich würde es einfach brutzeln. Aber ich kann ja kein Lagerfeuer machen, weil... Weil ich kein trockenes Gedöns habe, um... Ja. Aber es wird hell. Wir können ja nochmal in diese Richtung gehen. Wir gehen aber vorher erstmal hier. Erste Spinne, da läuft eine. Bitte. Also alles, was krabbelt, kriecht und kreucht und fleucht, töten.
Ist gefährlich. Kann gefährlich werden. Für euch. Hört man irgendwelche Geräusche, ne? Können wir doch ein bisschen hier entlang wagen. Jetzt wird er hell. Halt, Moment. Bevor ich da lang gehe, und hier irgendwie wieder was passiert und ich wieder von vorne dann... Nee, 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 nee. Wir werden nochmal ganz kurz speichern. Wir werden nochmal ganz fix speichern. Einfach auf Nummer sicher zu gehen. Moment, ich muss noch mal kurz auf die Uhr gucken. Wird es jetzt Tag oder wird es nach morgens? Alles klar. Wir sollten auch mal was essen. Unser Proteinhaushalt ist ein bisschen nach unten. Wo das Zeug hier vergammelt. Essen war da doch lieber mal. Spinnen und sowas roh essen, nur im äußersten Notfall. Pilze schmecken roh nicht schlecht. Ja, ich esse zum Beispiel auch mal immer Champignons gerne. Ne, einfach mal so. Ne, natürlich ist es gebraten besser. Also, ich wüsste auch, wenn ich jetzt zum Beispiel hier in so einem Dschungel wäre, ja, ich wüsste zum Beispiel nicht, was ich hier machen soll. Also ich wäre, glaube ich, völlig aufgeschmissen hier. Da ist auch nochmal Fleisch. Und jetzt haben wir wieder keinen Platz mehr. In unserem... Täschchen hier für die Kräuter. Für die Verbände, Entschuldigung. Gerade das ist ja wichtig, dass wir das haben. Wir werden diese Verbände so benötigen. Unsicher. Aber man könnte es mal probieren. Es sieht sauberer aus jedenfalls wie Disgusting. Das Ding schmeckt nicht so gut, aber es ist definitiv besser wie das komische andere schmutzige Wasser. Und wir hätten hier sogar die Pilze gehabt. Lassen wir hier mal. Müssen wir dran denken, dass die da waren, weil wir sie brauchen. Ach, aber das ist eine komische Malerei. Elsen. Da hat's auch nochmal die Pilze. Eine Höhlenmalerei. O-Strich T. So eine Art Liebesbeweis. So. Wenn man so an den Dingern macht. Haben wir hier noch gefunden. Pfeil und Bogen. Ja gut, haben wir hergestellt. Diese Psychopflanze. Also deshalb glaube ich nicht, dass es gut ist, wenn wir die trinken. Essen würden oder sowas. Was ist das hier? Unbekannte Blume. Okay. Hier wäre nochmal eine Falle. Da so eine. Dachelfalle. Stock, 12 Stück, kleine Blätter. Hier ist eine Bogenfalle. Oha. Also würden dann die Bogen schießen? Das ist ja geil, was das alles gibt, ne? So, jetzt war, aber irgendwas ist markiert worden auf der Karte. Hier. Da ist das Dorf, also dieses, oder das kaputte Dorf, verbrannte Dorf. Und hier ist dieses Teil, was wir gefunden haben jetzt. Alles klar. Warte mal, wir checken nochmal ganz kurz aus. Moment. Wir brauchten, warte mal, für dieses Ritual... Alles klar, also wenn wir das trinken, dann hat das vielleicht mit dem was zu tun. Schritt 4, bringe alle
Zutaten zum Kochen und aus den Zeremoniellen und trinke aus dieser Schüssel. Alles klar, warte mal, wir haben, okay, die Liane haben wir. Haben wir von diesem großen Baum gesammelt und die Beeren haben wir auch. Also wir brauchen wirklich nur noch das Wasser, ne? Okay, das ist diese Liane. Und das hier sind die Beeren. Sehr gut, aber Vogelnest fehlt und da ist kein Wasser mehr drin. Haben wir das ganze Wasser ausgetrunken und da ist es schon. Ist ja auch mega warm hier, ne? Das ist so schwüle Luft in diesen Regenwäldern. Da ist es ja brutal. Brutal heiß. Kommt schnell ins Schwitzen. Aber durch diesen vielen Regen wächst da natürlich auch viel. Ah, du bist müde, du musst ausruhen. Ey, es war. Ich möchte eben noch das Fleisch da. Noch ein fix bisschen was hier. Dann legen wir uns einfach mal ganz kurz ein bisschen die Hängematte. Wir müssen ja auch nicht immer komplett schlafen. Also man kann ja auch einfach nur aufstehen dann irgendwann. Ja, kann man sich gucken nach der Zeit. Gut, das reicht erstmal. Haben wir hier irgendwas, haben wir wieder an uns dran. Ich vermute mal wieder Blutekel. Also meistens ist das so, wenn man jetzt nicht von irgendwas gebissen wird oder irgendwie runterspringt, ja, dann hat man einfach öfter mal diese Blutegel an sich. Und wenn die Uhr blinkt, dann heißt es auch wieder hier, wir brauchen unbedingt irgendwas mit Fleisch, Proteinen und sowas. Aber unser Fleisch ist halt noch nicht fertig, Freunde. Das ist noch nicht fertig. Das muss hier noch... Das hier dürfte jetzt dann demnächst mal fertig sein, ne? Ich denke auch mal, dadurch, dass auch immer wieder hier regnet, dauert das wahrscheinlich ewig lange. Ist vergammelt. Wir haben jetzt auch Fleisch gebracht. 1, 2, 4, 2. Drachenrockenfleisch. Bin mir da jetzt auch nicht so ganz sicher, ob das nicht besser wäre. Man würde den einfach wie sagt man? Man würde den einfach braten. Eps. Kann bestimmt auch brutzeln. Aber erstmal heißt es, ein Nest zu finden. Sonst haben wir nämlich nichts, ne? Einer Blätterhaufen. Müssen diese Blätter zum Beispiel erst vertrocknen? Man die nutzen könnte dafür. Hätte ich mir nicht vorstellen, weil wir brauchen ja was Trockenes für das Feuer dann, dass das Feuer angeschürt wird. Und jetzt guck mal, pass mal auf, das ist nämlich eine Kokosnuss, die kann man mit dem Speer hier einfach so machen.
Können wir ganz kurz gucken, brauchen wir es zu trinken? Ne, brauchen wir nicht. Die nehmen wir einfach mal mit. Ja. Und daraus kann man dann sich nämlich eine Trinkflasche herstellen. Oder... Oder man kann auch das Fruchtfleisch dann sich machen aus dieser Kokosnuss. Ich möchte bloß eine behalten wegen Trinkflasche. Erst nochmal Fleisch. Das Ding ist halt bloß. Ich glaube nämlich, das Fruchtfleisch bringt uns auch diese Vitamine, die wir da vielleicht benötigen. Da ist auch was Neues. Sammeln. Das jetzt? Stacheln, eine Stachelrochen. Und da vielleicht irgendwas was herstellen? Ja, die Frage, ne? Die Blätter auf und hier haben wir jetzt diese komische unbekannte Wurzel. Kann bestimmt auch wieder irgendwas herstellen aus dieser Wurzel. Er ist müde. Okay, wir laufen wieder zurück zum Dörfchen und legen uns dann mal hin und schlafen eine Runde. Es wird ja eh gerade Nacht. Müssen wieder hier ein bisschen Moment. Vielleicht können wir noch ein, zwei Pfeile herstellen. Das meine ich. Es wäre echt so geil. Man könnte irgendwie Kisten herstellen, ne? Und das Gedöns vielleicht dann sammeln kann und so. Also halt lagern kann. Dass man nicht immer, zum Beispiel Sachen wegschmeißen muss oder so. Ey, das ist ja schade. Ja, wenn man die Sachen wegschmeißen muss, damit man Platz hat, so wie jetzt zum Beispiel. Ganz schnell rüber. Wir müssen schlafen, weil wenn er umkippt, dann haben wir da diese blöden Viecher wieder in uns drin, diese Würmer. Und das ist ekelhaft. Das ist wirklich widerlich, das will ich nicht haben. Das passiert uns oft genug wahrscheinlich noch. Aber wir sind jetzt hier in der Nähe. Legen wir uns erstmal ganz kurz schlafen.